Yo ho ho Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video des CSGO Adventskalenders 2018. Heute ist Türchen Nummer 16 dran und ich möchte mich ein bisschen für gestern entschuldigen. Ich war halt etwas restalkoholisiert, würde ich mal sagen. Heute gehen wieder drei Preise raus an euch und das wäre einmal, Preis Nummer 1 wäre ein Clutch Key, dann der zweite Preis wäre eine Nova Hyper Beast in Field-Tested. Und der dritte Preis wäre eine AWP Mortis in, aber welche nehmen wir? Nehmen wir diese hier, No Good AWP Player, ist das Nametag drauf, mal gucken wer sie bekommt. Ja, das wäre dann der dritte Preis für heute. Die Gewinner von gestern setzen heute natürlich wieder aus und die Gewinner von heute werden morgen dafür wieder aussetzen. Warum? Ganz einfach, damit einfach mehrere Leute eine Chance haben zu gewinnen. In Zukunft, also ich glaube nächstes Jahr, falls ich wieder einen Adventskalender machen werde, werde ich das vielleicht so machen, dass man nicht nur einen Tag, sondern vielleicht auch mehr Tage aussetzen muss, weil es gibt jetzt glaube ich schon vier oder fünf Leute, die was zweimal gewonnen haben und manche noch gar nichts und so. Ja, aber da sieht man einfach, manche haben mehr Luck, andere weniger. So, der erste Gewinner von dem Clutch Key, das ist einmal... Oh nee. Gibt es dann extra viel Karma, wenn man nichts gewinnt und anderen die Gewinn überlässt? Drama, Glückwunsch mal an dich, du bekommst den Key und ich bin mir jetzt nicht sicher. So, das war ich mir gerade kurz nicht sicher, habe ich nochmal nachgeguckt. Drama, du hast jetzt schon zum zweiten Mal gewonnen. Und zwar hast du am allerersten Tag, am 1. Dezember, eine MP7 Nemesis gewonnen. Jetzt noch ein Clutch Key, also Glückwunsch mal an dich. Der zweite Preis war ja die Nova Hyper Beast in Field-Tested und die geht heute raus an den Union GmbH. Cooles Intro, danke Mate. Du hast bis jetzt noch kein einziges Mal gewonnen. Zum Glückwunsch mal an dich. Gönn dir die Nova. Und der dritte Preis war die AWP Mortis. Ich weiß nicht, ob ich dazu gesagt habe, dass die auch viel testet ist, aber sie ist ebenfalls viel testet. Und die geht heute raus an Playtube HD. Will was. Du bekommst was, Mate. Glückwunsch an dich. Und an all die Boys, die was heute zum ersten Mal einschalten und sich fragen, yo, wie kann man hier teilnehmen, was muss man hier machen? Mal grob gesagt, ihr müsst ein Abonnent meines Kanals sein, dieses Video hier positiv bewerten und einen Kommentar unter diesem Video schreiben, dann seid ihr bei der morgigen Ziehung mit dabei. Bei dem Hauptpreis werde ich das etwas anders da machen, weil am 24. Dezember gibt es ja ein Bowie Knife Knight in Minimalware, was ziemlich hübsch ist, dieses Ding. Das geht ja dann am 24. raus, da werde ich die Gewinner hauptsächlich von Türchen Nummer 10, also von den Kommentaren des 10. Türchen oder Episode 10 ziehen. Aber das kann sich noch ändern, falls bis dorthin ein Video mehr Kommentare haben sollte als Türchen Nummer 10, dann werde ich das dann von einem anderen Video machen. Aber ich sage euch das ja rechtzeitig eh noch Bescheid, also keinen Stress. Und zum Format selber, es ist ja ein Format von mir, wo ich vom 1. bis zum 24. Dezember täglich ein Video hochlade und da gehen halt drei Preise raus am Tag und manchmal auch mehr. Overall ist es eine Preiswelle von $400, was hier weggeht und ja. Gönnt euch Jungs. Ich werde euch da aber noch ein Infovideo in der Beschreibung verlinken, beziehungsweise das Ankündigungsvideo von dem CSGO Adventskalender, da erkläre ich eigentlich alles Wichtige und auch ein paar Nebeninformationen, aber da wisst ihr dann halt alles Bescheid, wenn ihr euch das Video anguckt. Falls dann doch noch jemand eine Frage hat, schreibt sie mir einfach in die Kommentare, ich beantworte sie euch dann gerne. Dann war es dann eigentlich auch schon wieder mit dem Video für heute. Ich wünsche euch nur noch einen schönen Sonntag, auch viel Glück für morgen. Und dann sage ich auch nur noch Ciao und bis morgen, euer. Wobei, bevor ich jetzt beende, morgen sitze ich nicht mehr hier im Cosplay, das mache ich nur am Wochenende, weil ich da einfach mehr Zeit habe, dass ich mit der Greenscreen und alles aufbaue und ja, unter der Woche geht das nicht, Jungs. Nicht, dass ich dann morgen wieder gefragt werde, wo ist sein Teil, wo...